Es geht um Verbraucherzentrale, NRW und ZDF, Wieso nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Dieses Buch. Ich bin angekommen im Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiken. Darauf müssten Sie achten. Und ich bewege mich im Unterkapitel Umgang mit Reklamationen und bin angekommen bei der Produkthaftung. Dazu gibt es ein Gesetz, einen Kasten gesetzliche Grundlagen und einen Tipp. Ich lese als erstes mal die gesetzlichen Grundlagen vor und vorher stelle ich meine Eieruhr auf 30 Minuten. Länger sollte das hier nicht dauern. So. Gesetzliche Grundlagen. Mängel- und Produkthaftung. Wenn Geschäfte nicht zwischen zwei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen geschlossen werden, gelten bei Mängelrüge die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs. So wird in Beschluss 434, 434 BGB der Sachmangel definiert. Im Beschluss 437 BGB der Beschluss 437 BGB befasst sich mit den Rechten des Käufers und Beschluss 440 BGB mit den Bestimmungen zur Minderung und Schadenersatz. Für die Produkthaftung gibt es hingegen ein eigenes Gesetz, nämlich das Produkthaftungsgesetz. Produkthaftung. Dass durch einen Mangel ein Produkt nicht benutzbar ist, ist eine Sache. Eine andere ist es, wenn es für den Nutzer gefährlich wird, weil etwa bei einem Elektrogerät die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten worden sind oder im Material enthaltene Giftstoffe die Gesundheit eingreifen. In solchen Fällen gilt, wenn durch ein fehlerhaftes Produkt dem Benutzer ein Schaden entsteht, dann haftet der Hersteller dafür und muss nicht nur das Produkt zurücknehmen, sondern möglicherweise auch noch Schadensersatz oder Schmerzensgeld zahlen. Eine Sonderregelung gibt es, wenn es sich um Importware handelt, die nicht aus der Europäischen Union, EU, stammt, weil bei dieser Konstellation der Hersteller rechtlich meist nicht greifbar ist, haftet der Importeur. Tipp: Ansprüche durch die Versicherung abdecken. Auch im Hinblick auf die Produkthaftung ist der Abschluss einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung dringend ratsam, wenn Sie Waren selbst herstellen oder aus Ländern außerhalb der EU importieren. Mit dieser Police können nämlich auch Ansprüche aus der Produkthaftung abgedeckt werden. Lieferverzug. Lieferverzug endet auch mit einem Tipp. Sehr schön. Dann steht da nichts außer Text und ein Tipp. Noch einen Schluck Tee. Lieferverzug. Selbst wenn Sie sich größte Mühe geben, Ihre Bestellungen pünktlich abzuarbeiten, kann mal etwas schiefgehen.
Krankheit oder Verspätung bei Ihren Lieferanten können dazu führen, dass auch ein sorgfältig aufgestellter Terminplan nutzlos wird. Leider wird dann so mancher Kunde schnell unangenehm. Plötzlich kommen Forderungen nach Preisreduzierung oder sogar Auftragsstornierung auf Sie zu. Zunächst gilt es, Ihre Rechte und Pflichten zu kennen. Mit der Zusage, die Lieferung oder Leistung bis zu einem bestimmten Termin zu erfüllen, stehen Sie ganz klar in der Pflicht. Wenn Sie diesen Zeitpunkt verstreichen lassen, befinden Sie sich im Lieferverzug und haben damit bereits die gelbe Karte. Nun kann Ihnen der Kunde eine Nachfrist setzen, über deren Länge vor Gericht häufig gestritten wird. Der Gesetzgeber schreibt lediglich vor, dass es sich um eine angemessene Nachfrist handeln muss. Will heißen, wenn es um einen Auftrag geht, dann den Sie in 2 Stunden erledigen können, darf die Nachfrist deutlich kürzer sein als bei einem komplexen Projekt, das sich schon von vornherein über Wochen hinzieht. Erfolgt nach Ablauf der Nachfrist keine Lieferung, darf der Kunde vom Vertrag zurücktreten und sogar unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. Bei sogenannten Fixgeschäften, bei denen fix geliefert werden muss, hat der Kunde auch ohne Nachfrist diese Ansprüche. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, wenn Blumenschmuck oder die Hochzeitstorte am Tag nach dem Fest von Ihnen geliefert wird. Nicht nur zur Vermeidung der juristischen Risiken sollte die Termintreue oberste Priorität haben. Wer pünktlich liefert und ein bisschen teurer ist als andere, ist beim Kunden oft beliebter als der unzuverlässige Billigheimer. Tipp: Verzögerung mit dem Kunden persönlich klären. Wenn doch einmal etwas schief geht, sollten Sie so früh wie möglich mit dem Kunden in Kontakt treten und eine einvernehmliche Lösung suchen. Das ist zwar oft eine unangenehme Aufgabe, doch damit können Sie erreichen, dass sich die Verärgerung des Kunden in Grenzen hält und er vielleicht dank eines zusätzlichen Serviceangebots als Ausgleich nicht knallhart auf seine Rechte pocht. So. Jetzt sind wir angekommen bei, wie Sie Ausfallrisiken reduzieren. Dazu gibt es ein Unterkapitel, wie Sie Ausfallrisiken reduzieren, im Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiken, darauf müssen Sie achten. Es gibt da noch dann ein Unterkapitel, angeblich keinen Auftrag erteilt. Es gibt einen Tipp, der ist farblich abgesetzt. Es gibt gesetzliche Grundlagen, die sind farblich abgesetzt. Es gibt hinterher noch ein Beispiel und einen Kasten wichtig, die sind auch farblich abgesetzt. So. Wie Sie Ihre Ausfallrisiken reduzieren. Im Kapitel Kalkulieren und Finanzieren wurde bereits erläutert, wie das zügige Ausstellen von Rechnungen die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ganz unabhängig von dessen Größe erheblich verbessert. Allerdings ist mit dem Abschicken der Rechnungen das Geld noch lange nicht auf dem Konto. Rund ein Viertel der Rechnungen, so eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform, wird erst später als einen Monat nach Eingang bezahlt. Auftraggeber der öffentlichen Hand lassen sich sogar noch mehr Zeit. Hier erhalten nur rund 2/3 der Lieferanten und Dienstleister ihr Geld innerhalb eines Monats.
Auch sie sind gegen Zahlungsverzug und Ausfälle nicht gefeit. Und gerade die Mini-Unternehmen trifft es im Fall des Falles meist besonders hart. Weil solche Einzelkämpfer nicht dieselbe Kapitaldecke wie ein größeres Unternehmen haben, leben viele in betriebswirtschaftlicher Hinsicht von der Hand in den Mund. Wenn sie ständig eine Bugwelle überfälliger Rechnungen vor sich herschieben, sind sie gleich in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. Weil sie ihren Kunden praktisch einen zinslosen Kredit gewähren, der unter Umständen über den Minussaldo auf ihrem Girokonto finanziert werden muss, werden durch säumige Kunden die Zinskosten für sie in die Höhe geschraubt. Dazu kommt der Verwaltungsaufwand für das Mahnen und Nachfassen. Die entscheidende Frage lautet also, wie können Sie Ihre Kunden motivieren, möglichst schnell zu bezahlen? Ein wirksames Mittel ist das Einräumen eines Kontos, wie zum Beispiel in Form folgender Zahlungsbedingungen. Die Rechnung zahlbar bis zum 4.11.2017 mit 3% Skonto oder bis zum 24.11.2017 ohne Abzug. Den Skontobetrag berücksichtigen Sie natürlich schon im Voraus in Ihrer Kalkulation, sodass aus Ihrer Sicht gesehen derjenige einen Zustand von 3% bezahlt, der seine Rechnung erst nach 30 Tagen begleicht. Tipp: Konkretes Zahlungsziel angeben. Beim Ausstellen von Rechnungen sollten Sie als Zahlungsziel ein konkretes Datum vorgeben. Zahlbar bis zum 24.11.2017 ist besser als zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Der Grund: Bei einem klaren Datum beginnt ab diesem Zeitpunkt die Verzugsfrist und Sie können gegebenenfalls Verzugszinsen verlangen. Damit Sie sich einen detaillierten Überblick über den aktuellen Saldo Ihrer offenen Forderungen verschaffen können, ist es notwendig, dass Ihre Buchhaltung immer auf dem Laufenden ist. Im Abstand von etwa 2 bis 4 Wochen sollten Sie Ihre überfälligen Außenstände durchgehen und prüfen, ob eine Mahnung geschrieben werden muss. Dabei gilt die Faustregel, dass Sie nach dem Tag der Fälligkeit mit der ersten Mahnung noch etwa eine Woche warten sollen. Wenn Sie offene Forderungen anmahnen, stecken Sie zumeist in der Zwickmühle. Auf der einen Seite wollen Sie für die erbrachte Leistung Ihr wohlverdientes Geld sehen, andererseits möchten Sie den Kunden auch nicht mit allzu rüden Formulierungen verärgern. Deshalb empfiehlt sich das Prinzip der schrittweisen Steigerung im Umgangston. Im Folgenden ein paar Tipps, wie Sie den gemahnten Kunden ansprechen können. Erste Mahnung. Hier pflegen Sie noch einen sehr höflichen Ton und bezeichnen das Mahnschreiben als Zahlungserinnerung. Schließlich kann es ja auch vorkommen, dass Ihr Kunde aus irgendwelchen Gründen Ihre Rechnung nicht erhalten hat. Am Schluss sollten Sie ihn bitten, Ihre Rechnung innerhalb einer Woche zu begleichen. Zweite Mahnung. Sie bleiben zwar höflich, doch der Ton darf ruhig bestimmter sein als bei der ersten Mahnung. Dass Ihr Kunde sowohl Ihre Rechnung als auch die erste Mahnung nicht erhalten hat, ist eher unwahrscheinlich. Fordern Sie den säumigen Zahler mit Bestimmtheit auf, die Rechnung innerhalb einer Woche endgültig zu begleichen.
Dritte Mahnung. Jetzt wird es ernst. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass Sie ihn bereits zweimal erfolglos gemahnt haben. Setzen Sie ihm eine letzte Frist von einer Woche und kündigen Sie an, im Falle des weiteren Versuchs gerichtliche Schritte einzuleiten. Ich würde hier an der Stelle auf diese Ankündigung verzichten und einfach gerichtliche Schritte einleiten. Dies hinterlässt bei den meisten schlampigen Zahlern Eindruck und macht ihnen Beine. Man droht nicht mit Klage, man klagt einfach. Dieses Drohen mit Klage ist einfach nur ein Unding, ist es auch strafbar. Ich weiß nicht, wie man so eine Scheiße in so ein Buch reinschreiben kann. So, gesetzliche Grundlagen, Verzugszinsen und Pauschale. Gesetzliche Grundlagen, Verzugszinsen und Pauschale. Wenn sich der Kunde im Zahlungsverzug befindet, können Sie ihm Verzugszinsen in Rechnung stellen. Laut Beschluss 288 BGB darf der Verzugszins 5 Prozentpunkte über dem von der Bundesbank veröffentlichten Basiszinssatz liegen. Wenn beide Geschäftspartner entweder gewerblich oder im Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit handeln, liegt der Zinssatz 9 Prozentpunkte über dem Basiszins. Darüber hinaus dürfen Sie bei Verzug von Geschäftskunden eine Pauschalgebühr von 40 Euro verlangen. Der Zeitraum, in dem Verzugszinsen berechnet werden dürfen, beginnt am Folgetag der Fälligkeit der Forderung und endet am Tag des Zahlungseingangs. So, wir sind immer noch bei, wie Sie Ihre Ausfallrisiken reduzieren. So, das ist jetzt Doppelseite 68, 69 und dann ist das Unterkapitel auch beendet. In allen Branchen gibt es schwarze Schafe, die sich auch nach der dritten Mahnung in Schweigen hüllen. Jetzt sind Sie unter Zugzwang, denn Sie haben ja dem säumigen Zahler rechtliche Konsequenzen angedroht. Was können Sie nun tun, um trotzdem noch Ihr Geld zu erhalten? Das hängt davon ab, welcher Gruppe Ihr Schuldner angehört. Der Gruppe derjenigen, die nicht bezahlen können oder derjenigen, die nicht bezahlen wollen. Das können Sie mit einem Anruf leicht herausfinden, denn die, die knapp bei Kasse sind, legen die Karten meist recht schnell auf den Tisch. Ist Ihr Kunde in echten Geldnöten, sollten Sie es sich zweimal überlegen, ob Sie gleich den gerichtlichen Einschreibungsweg mit Mahnbescheid und Pfändung einschlagen sollten. Bieten Sie ihm lieber mit einer teilweisen Stundung seiner Schulden oder Ratenzahlung die Möglichkeit, seine Verbindlichkeiten abzustottern. Die Milde ist purer Selbstzweck. Wenn Sie dem säumigen Zahler den Gerichtsvollzieher schicken und ihn womöglich sogar zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zwingen, bekommen Sie vielleicht 5 oder 10% Ihrer ursprünglichen Forderung aus der Insolvenzmasse. Deshalb, auch wenn Sie auf dem außergerichtlichen Weg nur noch die Hälfte des Rechnungsbetrags bekommen, haben Sie immerhin den Totalausfall vermieden. Hart bleiben sollten Sie jedoch, wenn Ihr Kunde eigentlich zahlen könnte, sich aber vor dem Gleichen seiner Verbindlichkeiten drücken will. Das merken Sie dann, wenn plötzlich nach der dritten Mahnung ominöse Mängel reklamiert oder Vereinbarungen in Frage gestellt werden.
Nehmen Sie nochmals alle Unterlagen des Auftrags zur Hand und kontrollieren Sie, ob Ihre Forderung uneingeschränkt berechtigt ist. Achten Sie dabei auf die Einhaltung von Preisabsprachen, Lieferterminen und Ausführungen und bieten Sie im Fall einer berechtigten Reklamation einen angemessenen Forderungsnachlass an. Will der Kunde diesen Vorschlag nicht akzeptieren, lohnt sich meist der Gang zum Rechtsanwalt, der gemeinsam mit Ihnen die weiteren Schritte in Form von Mahnbescheid und Pfändung veranlasst und Sie bei einem eventuellen Gerichtsverfahren vertritt. Ich würde es erstmal selbst versuchen. Das mit dem Mahnbescheid, so. Geht der Prozess für Sie erfolgreich aus, muss Ihr Prozessgegner Ihnen nicht nur die volle Forderung, sondern auch die daraus entstandenen Verzugszinsen, Anwalts- und Gerichtskosten erstatten. Angeblich kein Auftrag erteilt. Angeblich kein Auftrag erteilt. Beispiel. Auch mündlich gilt. Ein Unternehmen beauftragt Sie als Werbetexter mit dem Verfassen eines Werbebriefs und behauptet beim Erhalt der Rechnung, dass mangels schriftlicher Bestellung kein Auftrag erteilt worden sei und daher die Rechnung nicht bezahlt werden müsse. Doch auch mündlich geschlossene Verträge sind wirksam. Wichtig. Schlüssiges Handeln. Ein klares Indiz für eine Auftragserteilung und damit für das Zustandekommen eines Vertrags kann auch das sogenannte schlüssige Handeln sein, wenn im oben genannten Beispiel das Unternehmen ihren Werbetext verwendet, dann hat es auch ohne ausdrückliche Zusage den Vertrag angenommen. So, angeblich keinen Auftrag erteilt. Zuweilen wollen sich Auftraggeber vor ihrer Zahlungspflicht drücken, indem sie bestreiten, überhaupt einen Auftrag erteilt zu haben. Vor allem Dienstleister, die in solchen Fällen keine gelieferte Ware zurückfordern können, haben mit diesem Problem zu kämpfen. Lassen Sie sich von solchen Winkelzügen nicht einschüchtern. In dem Moment, in dem der Kunde den Auftrag erteilt und der Auftragnehmer diesen angenommen hat, gilt der Vertrag als geschlossen, und zwar unabhängig davon, ob dies schriftlich oder mündlich stattfand. Nur ganz wenige Geschäfte, wie beispielsweise der Kauf und Verkauf von Grundbesitz, sind ohne schriftliche Form unwirksam. Allerdings gilt in Deutschland der Grundsatz, dass der Gläubiger dem Schuldner seinen Anspruch nachweisen muss. Weil bei mündlichen Aufträgen dann Aussage gegen Aussage stehen kann, ist dies nicht immer so einfach zu bewerkstelligen. Daher empfiehlt es sich, dem Kunden bei mündlich erteilten Aufträgen eine schriftliche Bestätigung zu schicken, in der Umfang, Preis und Termin nochmals zusammengefasst werden. So. Es geht weiter mit dem Unterkapitel finanzielle und rechtliche Risiken im Internet. So, ich mache eine Pause.
Das Ganze ist unterteilt in was ist eine Abmahnung, Abmahnungsfallen bei Internetseiten ohne Shop, Abmahnungsfallen bei Online-Shops, Zahlungsrisiken im Online-Handel. Ja, und damit ändert das. Und dann kommt noch AGB Mythos und Wahrheit als Unterkapitel. Und dann ist dieses Kapitel auch durch. Bis gleich. Thank you.